Ich habe hier so einen Zettel, den hat die Börse vorbereitet. Jetzt werde ich noch umarmt, das habe ich gar nicht verdient. Genau, hier auf meiner Liste steht, also dass ich Kalle bin, wisst ihr ja, in der Börse bin ich ja schon ganz lange zu Gast. Das Schülerrockfestival hat in der alten Börse seinen Ursprung, die war da noch am Viehhof in Elberfeld. Und da waren wir beim ersten Konzert 800, das ist alles vor Corona. Beim zweiten Konzert waren wir 1400 und dann hat die Sparkasse uns in die Unihalle geschickt. Jetzt planen wir das 35. Schülerrockfestival, ich bin aber nicht mehr Vorstand, aber trotzdem involviert und da wissen wir noch nicht genau, wann Corona zulässt, wieder eine Großveranstaltung zu machen. Auf der Liste des heutigen Engelsfestivals steht jetzt Teddy B. Gibt's den hier? Hallo Teddy, Applaus für Teddy. Nimm dir mal ein Mikro. Ja, ich hab dich zwar schon oft gesehen, aber du hast immer eine andere Haarfarbe. Andere Frisur. Oh, schrecklich, mal war der rosa, dann war der Giftgrün, heute ist er Curry. Aber das ist das Naturhaar, was du da trägst oder gefärbt? Hier vorne ist hast du Zitrone reingetan, Zitrone, ne? Oder hast deiner, deiner Tante alles geklaut, die Farbstoffe? Das ist tatsächlich mein Naturhaar, aber ja. Ich hatte die vor blau und ja, das wenn man weiß blau ich. Da reinmacht, dann wird das irgendwann grün und deswegen sind hier die Spitzen ein bisschen grün. Alles klar, das steht hier gut. Pass mal auf, jetzt nochmal zu deinen vielen Namen. Ich habe dich ja jetzt schon häufig gesehen. Was waren denn? Ich habe gerade nachgezählt, ich hatte in meinem Leben schon 6 verschiedene Rap-Namen. Näher an Mund. Ich hatte in meinem Leben schon 6 verschiedene Rap-Namen. Der erste kam 2015, als ich so angefangen habe, Texte zu schreiben. Der war scheiße, also habe ich den geändert. Der andere war auch scheiße, also habe ich den geändert. Der andere war nicht scheiße, aber den habe ich aus privaten Gründen geändert, weil ich auf einmal mit anderen Leuten Musik gemacht habe und mich von anderen Leuten abgrenzen wollte, so ein bisschen. Aber das wird jetzt nicht weiter erläutert. Also wir stimmen gleich ab, ob dein jetziger Name scheiße ist, ja? Ja, okay. Aber deine Musik... Die Leute heben die gleich die Hand. Deine Musik ist auf jeden Fall gut. Ich habe dich beim Soundcheck gehört. Und ich mache jetzt meine Tüte hier aus und wünsche dir einen guten Auftritt und euch allen. Jo Wuppertal! Mein Name ist Ted Bundle. Ihr könnt jetzt alle den Arm heben, wenn ihr den Namen scheiße findet. Ich sehe nichts, aber scheißegal. Ich habe hier so einen USB-Stick und werde ich hier mal schön reinstecken und dann ein paar Beats anmachen. Wird da irgendwas abgespielt und irgendein Spaß labert was auf der Bühne. Was ist denn da jetzt? Ah ja. Technische Probleme, bitte warten Sie einen Moment. Ich kenne mich mit dem Ding nicht aus. Jetzt, okay. So. Okay. So, der erste Track ist von meiner EP, die dieses Weihnachten rauskommt. Also ihr habt direkt alle was unterm Weihnachtsbaum. Das ist doch wunderbar. Okay, beat up. Geht ein bisschen lauter. Super. Ich seh das alles hier, eigentlich ganz entspannt. Bin abgeschoben, zu Tod gelangweilt und seit Jahren krank. Und ich würde ja mitteilen, was meine Gedanken fickt. Doch immer würde ich es ansprechen, würde ich ausgelacht und zum Arzt gesteckt. Mensch, mehr mit deinem Problem, entweder du lügen oder wahnsinnig. Hier ist es nicht wichtig, wie du dich, sondern wie die anderen dich einschätzen. Solange du Produkte machst, bleibst, machst du deine Beiträge. Die Gedanken sind frei, solange sie daheim denken. Sie meinen ja auch, ich wäre süchtig, doch bin ich niemals gewesen. Und sie fragen sich immer noch, warum ich ihre Hilfe verwehre. Ich will nicht viel, doch in dieser Welt sicherlich leben. Und auch wenn man es mir nicht glaubt, ich habe wichtige Pläne, die sich im Gegensatz zu euren nicht und studieren und Ritter, die drehen. Und wenn ich einen davon aufgehe, spüren meine Arme nur noch klingen und scheren und glaube mir, das wird niemals mehr passieren. Schwimmen momentan auf der falschen Welle mit wie blinde Passagiere.
Ich sehe die Gesellschaft am Boden, depressive Kids und Selbstdiagnosen. Denn ihnen will niemand helfen, auch wenn sie sich aus Brust heraus selbst verletzen. Ich sehe die Gesellschaft am Boden, depressive Kids und Selbstdiagnosen. Denn ihnen will niemand helfen, auch wenn sie sich aus Brust heraus selbst verletzen. Ich hab keinen Bock mehr, stundenlang am Bartzwein. Gib mir keine Mühe mehr, schreib auf die Wahrheit, die keiner von euch hören will. Denkweise genommen, sie predigt von Mannesfreiheit, der Frechheit dieses Wort, denn im alltäglichen Gebrauch heißt es, du darfst alles ansprechen. Vorausgesetzt, es ist für die breite Masse ansprechen. Und zwei Millionen ein paar Facetten, die nicht in die Welt passen. Braucht es erstmal ein paar Jahrhunderte, bis sie mehr Verständnis haben. Die ganze Welt augenscheinlich in Splittergruppen aufgeteilt, bis von Konsens keine Spur bleibt. Kein Ausweg zeigt sich, alle leben nur für sich und sind doch Teil des Kollektivs. Menschen überwältigt, was ein kleines Wort hier gibt. Definieren sich nicht durch ihre eigenen Ansichten, sondern darüber, was gerade ihre Schublade und wie sie breit hält. So lassen sie sich vom Konzept eigener Meinungen abbringen und nehmen ihre eigene Identität als ultimative Geißel. Ich sehe die Gesellschaft am Boden, depressive Kids und Selbstdiagnosen. Depressive Kids und Selbstdiagnosen. Ich sehe die Gesellschaft am Boden, depressive Kids und Selbstdiagnosen. Denn ihnen will niemand helfen, auch wenn sie sich aus Brust heraus selbst verletzen. Danke, danke. Nein, warte. Ja, den nächsten Track. Boah, das ist super hier. Ah ja. So, den nächsten Track habe ich heute, also das ist der Track, der jetzt in Bezug auf Engels stehen soll. Das Problem ist, ich habe erst diese Woche damit angefangen, den zu schreiben. Ich bin Schüler, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe ihn noch nicht auswendig gelernt. Heißt, ich werde ein paar Zeilen vielleicht vom Handy ablesen, aber das seht ihr alle gar nicht, weil ihr guckt jetzt in diese Richtung. Ja, ja, ihr habt mich schon verstanden. Lobeshymne mit halbgaren Hohlspritzen über den Mann, über den er so großes Stück gehalten. Es zeigt sich, er fand nicht, was dieser Mann da geplant hat. Ja, der Engels war ein großer Mann, der Engels war ein Visionär. Und ohne Scheiß, er wird euch schlagen, wenn ihr seine Kinder werdet. Neuerdings ein jeder halbwegs belesene Wolltrott, er wäre was Besonderes und er würde über Rede Gold kotzen. Hätte jeder Philosoph verstanden, oben hatten, sollte es aber abbrochen. Nur weil du ein paar Engels-Zitate und seine Biografie kennst, musst ihr nicht auf Experte machen. Und die Gruppe ist manieren, betrachte man seine Anhängerschaft, wird unterschiedlich und deutlich. Die Unterschiede von damals und die Bourgeoisie von heute. Postmortem Zielgruppe verfehlt, der würde sich Grab umdrehen. Mittlerweile mehr Akademiker als mein Locher. Das tut weh, ich meine, welche Arbeit interessiert Engels heute ein kleines bisschen. Ich hoffe, ich habe euch euren Tag zerstört, aber ich glaube, ich habe ganz bestimmt kein bisschen zu weit gegriffen. Das war's eigentlich schon von mir. Und zwei Tracks. Es war mein erster Auftritt. Generell ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, man konnte alles verstehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und in nächster Zeit kann man sehr viel, ja, in nächster Zeit kommt viel raus. Chat Bundle kann man auf YouTube schauen. Wir werden dir folgen. Da bin ich nur an. Das Licht, ich bin wieder an. Hör mal, das war doch geil. Das Schöne war, es war so unschuldig. Der Junge macht die ersten Gehversuche. Wenn man kleine Kinder hat, dann freut man sich auch darüber. Und du hast gleich auf einer großen Bühne Gehversuche gemacht, die dir gelungen sind. Und wir fanden das sehr charmant, dass du sagtest, ich bin Schüler, ich mache nur meine Hausaufgaben und für die Börse mache ich nur ganz nebenbei was. Applaus für Teddy B. Ted Bundle.
Ja, und wir hoffen, dass du bei den nächsten Projekten dabei bist. Auf jeden Fall. Gleich, wenn Rockstar dran wäre, bitte ich dich nochmal auf die Bühne. Darf ich das? Eigentlich muss ich los. Aber pass auf, wenn du los musst, dann bitte ich jetzt die Börse um die Erlaubnis, dass wir noch was Kleines dazwischen schieben, weil Rockstar absagen musste. Was Kleines dazwischen schieben, okay. Pass auf, du bist so flexibel, du hast heute alles richtig gemacht. Pass mal auf, ich sag jetzt mal eben was zu deinem, mit dem Finger auf der Taste. Ich mache schon länger Musik als der Junge. Und als ich damals mit 14, 15, 16 die ersten Auftritte machte, da konnte man auf keine Taste drücken und da kam Musik raus. Aber da musste man dauernd die Gitarre stimmen. Das war auch ein Drama. So, aber du hast hier überall nur Tasten, hast dich heute auch herangetastet an diese schöne Bühne und alles. Und ich freue mich, dass es heute durch diese Digitalisierung auch eine kleine Demokratisierung gibt. Denn ich finde, viel mehr Kinder, Jugendliche, Teenies, ältere Teenies like you, die können jetzt mit großem Erfolg und mit Wumm auftreten. Und wir mussten früher richtig Krach machen. Und das ist, ich beneide euch nicht darum, ich muss immer noch Krach machen, wenn ich singe, dann auch teilweise mit der Stimme punkten. Ich kann auch singen, weißt du doch, ne? Ja, jedenfalls den Rappern wünsche ich, dass sie trotz dieser Technik auch die Musik nicht ganz vergessen. Und danke dir nochmal und gleich machen wir, wir wollten das Experiment ja jetzt machen. Ich sage euch jetzt warum das Experiment. Wir das machen. Also es gab einen Jungen, den gibt es noch, mach ihn mal an wieder, den Teddy. Der Junge heißt Rockstar als Rapper. Hallo. Genau. Und da habe ich einige afrikanische Rapper, auch Ossi, mal gesagt, denen habe ich gesagt, Engels ist ja nicht nur für uns hier in Europa wichtig, weil er aus Barmen kommt, sondern in Afrika, da wo ihr all herstammt, eure Familien, da ist ja die Bewegung, die Freiheitsbewegung, der Kampf gegen die Apartheid von Nelson Mandela geprägt. Und der hat sich ja auch mit Kommunisten getroffen, weshalb er dann auch ins Gefängnis musste. Der war ja zig Jahre im Gefängnis und hat immer gesagt, wir brauchen die gleichen Rechte. Und der Junge, der heißt eigentlich George, der nennt sich als Rapper Rockstar, der hat abgesagt für heute, weil er auch in einer Migrationsfamilie lebt und da erlebe ich das schon mal, dass die irgendwelche Sorgen haben. Und dann helfe ich auch, wenn ich kann, oft kann ich nicht helfen. Aber er hat dann diesen Text gemacht und der Titel ist Invictus, weil der Lieblingsdichter von Nelson Mandela hatte dieses Gedicht geschrieben, Invictus, ich bin unbesiegbar. Das ist ein guter Glaube und bei Nelson Mandela ist die Rechnung aufgegangen. Ich lese jetzt mal eine Zeile vor und wenn du willst, mal eine Zeile oder einen Refrain, soll ich den Refrain einfach mal zu rappen. Okay. Also, überschrieben Invictus, Nelson Mandelas Sieg, für die heutige Veranstaltung komponiert von Rockstar George. Also du rappst jetzt eine Zeile und ich soll das weiter rappen. Nein, ich möchte nur lesen, so gut bin ich ja nicht. Du bist doch der Rapper. Ich wurde nicht geboren, um andere zu hassen. Doch gibt es viele Menschen, die können es nicht lassen. Ich möchte ihnen zeigen, dass es auch anders geht. Denn Liebe ist viel stärker, weil sie uns mehr bewegt. Invictus. Okay, das mach soll mal. Ich jetzt vortragen. Diese vier Zeilen kannst du jetzt egal wie intonieren. Ich wurde nicht geboren, um andere zu hassen, doch gibt es viele Menschen, die können es nicht lassen. Ich möchte ihnen zeigen, dass es auch anders geht. Die Liebe ist viel stärker, weil sie uns mehr bewegt. Ja, das ist ja schon mal was. Also, um nicht zu viel zu verraten, ich lese aber trotzdem nochmal den Refrain vor. Invictus, ich hatte einen Traum, unschlagbar, die Schmerzen spüre ich kaum. Invictus, zu stark ist meine Kraft, aus Liebe habe ich es geschafft. Mein Körper war voll Blut, sie wollten mich vernichten. Ich sah sie ruhig an, um unseren Streit zu schlichten. Ich blieb bei meinem Ziel, sie brachten mich dann fort. Doch schafften sie es nie und weiter klang mein Wort. Invictus. Mach den Refrain nochmal. Ja, die vier Zeilen. Die vier Zeilen mit Invictus. Zeilen, unsiegbar, für die kein Latein haben. Die zweiten vier Zeilen jetzt. Ja, sind doch die gleichen. Ja, nee, sind nicht die gleichen. Oh, dann mach welche du willst. Mach welche du willst. Ja, was? Mach. Okay, dann mach ich die du gemacht hast. Invictus, ich hatte einen Traum, unschlagbar, die Schmerzen fühle ich kaum. Invictus, zu stark ist meine Kraft, aus Liebe hab ich es geschafft. Applaus für Teddy, mit dem kann man alles, da kann man durch dick und dünn gehen. Wir werden dieses Lied mit Rockstar und mit dir aufnehmen im Studio und es wird auf der nächsten CD des Rockprojekts auf jeden Fall erscheinen. Jetzt habe ich die große Ehre, danke dir nochmal. Nochmal hier, der Name ist nicht scheiße, der Name ist Goat.